Ey Leute, was geht? Heute werde ich Musikgenres ranken und ich habe das so 50-50 gemacht, auf denen da sind Musikgenres dabei, die jeder kennt. Aber ich habe meinen Bruder rangeholt und er hat einfach irgendwelche Musikgenres ausgewählt, die ich selber nicht kenne. Zum Beispiel, was man eigentlich kennen sollte, sowas wie Afrobeat, kennt wahrscheinlich jeder. Aber Krautrock habe ich noch nie in meinem Leben gehört und deswegen wird das heute ganz spannend und lustig. Fangen wir einfach an mit Afrobeat und es ist einfach für mich solid Beat hier. Genau, da gibt es nicht so viel zu reden. Das ist richtig fresh. Als nächstes Reggae. So ein gutes Genre. Ich habe es von der Zeit echt viel gehört. Ich würde das eigentlich auch eigentlich im Beat hier stecken. Aber hinter Afrobeat. Als nächstes würde ich sagen, nehmen wir etwas, was ich nicht kenne. Und in diesem Fall ist das Big Beat. Ich kenne nicht Big Beat. Und das Ding ist, diese Krabbe hier, die kommt mir voll bekannt vor. Ich glaube, es gibt so ein Video, das heißt Crab Rave. Das war mal so ein Meme in der, weiß ich nicht, 2017. Ich höre es mir erstmal an, ich höre es mir mal an, ja? Okay, Big Beat. Ah, das kenne ich. The Big Beat von Azealia Banks. Guess who up in this bitch? Catch you duck in this clip. Ist das Big Beat? Hier, ich weiß ganz genau, was Big Beat ist. Das ist die Art von Musik, die, ihr kennt diese 2000er-Filme, wo wenn so dieser Anfang vom Film und das ist so ein Skaterpark mit so einem, auf den der Coole, und der skatet so im Pool oder sowas, macht so zack, Tricks, macht sowas. Das ist Big Beat, das ist diese Big Beat-Musik. Ich muss ehrlich sein, ist ganz fresh. Kann man sich vielleicht nicht unbedingt immer anhören, aber vielleicht gibt es eine Zeit dazu. Für mich ist es aber C-Tier. Sorry an alle Big Beat-Fans, aber weiter nach oben kommt das nicht. Okay, als nächstes Grunge, das kenne ich, das kennen die meisten Menschen. Besonders Nirvana, aber auch zum Beispiel Alice in Chains, Mudhoney, Soundgarden und diese ganzen Bands, die so in den 90ern in Seattle waren. Viele sagen, Grunge ist nicht mal ein Genre an sich, das sind einfach nur so die Zeit, in der das alles entstanden ist, aber nehmen wir das jetzt einfach mal als Genre. Für mich ist es A-Tier. Echt gute Musik. Krautrock oder Krautrock hebe ich mir für Schluss auf, damit ihr alle das komplette Video guckt. Das hat mir mein Bruder ausgewählt. Alles, also diese ganzen komischen Genres. Genau, als nächstes Ska-Punk. Ich kann mir darunter was vorstellen, aber ich weiß nicht, ob das ist, was ich denke. Wahrscheinlich einfach Ska und Punk. I guess Ska-Punk ist absolut nicht meins. Low-key ein bisschen cringe. Für mich ganz klar. Wow. E-Tier. Ist ja echt nicht gut. Sorry. Als nächstes kommt R&B. Jeder kennt R&B. Für mich ist R&B S-Tier. So eine gute Musik. Ich fühle das unnormal. Man kann das richtig fühlen. Ey, R&B, zu heftig. Okay, als nächstes Tech. Tech Dev? Tech Deck? Tech Dev. Okay, ich gucke mir das einmal an. Okay. E-Tier, das war echt nicht gut. Auf den, ich sehe die Artistic Vision und wahrscheinlich fühlen das auch viele Menschen. Und das ist nur mein Geschmack. Okay, als nächstes einmal Trap. Trap ist für mich S-Tier. Ist einfach so ein gutes Genre, hat so viel Energy. Als nächstes House. Und es gibt viel, House ist so ein großes Genre. Ich rede jetzt einfach mal so von allgemeinem Genre. Ist für mich ganz klar ein B-Tier. Ist echt gut. Besonders Early House, auf den mag ich echt gerne. Ich mag nicht so Tropical House und sowas. So, wisst ihr, wie ich meine? Diese Festival-House-Musik mag ich nicht so gerne, aber dieses. Es gibt so auch so ein Haus, das hat so das Gefühl, dass man in so ein. So eine, auf denen so eine Party, aber in so einer Villa und alle sind so reich und irgendwie schlau und so, wisst ihr? Das ist das Haus, was ich meine. Deswegen für mich B-Tier. Okay, als nächstes Ambient-Musik. Und lustigerweise, dieses Cover von diesem Bild kommt mir sogar richtig bekannt vor, weil ich habe meine Zeit lang einfach irgendwelche CDs gekauft, um zu gucken, was für eine Musik da ist. Ich bin in den Laden gegangen, habe mir irgendeine CD gekauft. Und ich glaube, ich habe mal sowas rausgesucht. Und ich fand das echt fresh. Ambientmusik, das ist voll entspannt. Ich höre mir das einfach an. Ist halt sowas auf denen.
kann dabei sehr viel gut nachdenken und so, nur ein bisschen Emotionen aufkommen lassen und sowas. Wisst ihr, Trauma nachholen, Spaß. Ambientmusik ist für mich über Big Beat in C-Tier. Okay, als nächstes nehmen wir etwas, das wir kennen, und zwar Hyperpop. Auf den alle kennen Hyperpop. 100 Gags und so oder 1000 Gags, ich weiß nicht, wie die Scheiße heißt. Spaß. Und ich meine, ich sehe, wieso man das mögen kann. Und ich verstehe auch, dass das einige Leute mögen. Ich persönlich mag nicht so gerne Hyperpop. Es gibt Sachen, die fresh sind und so. Die fühle ich auch ein bisschen. Aber Hyperpop kommt nach Big Beat. Big Beat ist irgendwie, ich mag das. Big Beat, Digga. Als nächstes etwas, das ich nicht kenne. Und zwar Spiritual Jazz. Aber ich habe das Gefühl, ich mag das. Spiritual Jazz, von dem, was ich gehört habe, eigentlich sehr fresh. Vielleicht sogar, ja, Mann, das ist besser als. Ah, ich pack das C-Tier hinter Big Beat. Ja, vielleicht werde ich ein Big Beat-Fan. Ein Genre, das wir kennen: Experimental Hip-Hop. Und hier ist JPEG Mafia drauf zu sehen. Und wenn das als Experimental Hip-Hop bezeichnet wird, bin ich ein Riesenfan. Für mich ist das hier B-Tier. Ja, Mann. Als nächstes etwas, was wir nicht kennen, und zwar Noisecore. Und ich glaube, das ist was ganz Verrücktes auf den Noisecore. Das klingt schon alles mit Core und so ein Shit. Lass einfach anhören. Ich bin ganz ehrlich, ne? Irgendwie fresh. Es kommt für mich in D-Tier, aber fast in C-Tier. Das hat, you know, das hat Energy. Okay, als nächstes kommt Dub. Ich mag Dub sehr gerne. Einfach für mich kommt das vor Reggae. You know what? Reggae kommt hier hin. So. Nein, ich mag Dub mehr als Reggae. Okay. Als nächstes Memphis Rap, auch B-Tier. Man merkt, B-Tier wird echt voll. Und A-Tier ist echt, you know, echt wenig A-Tier. Dann als nächstes kommen wir zu etwas, was wir nicht kennen, und zwar Trip-Hop. Was ist Trip-Hop? Okay. Ganz ehrlich, das ist irgendwie ganz entspannt auf den. Ich kann aber nicht so wirklich genau greifen, was das ist. Trip-Hop kommt dann für mich in D-Tier. Als nächstes Math Rock. Und ich bin letztens in Math Rock reingekommen. Und das ist sogar echt fresh, you know. Deswegen Math Rock kommt für mich auch. Math Rock. Ja, Mann, hierhin. Okay, Leute, der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Crowd Rock, you know. Ich weiß nicht, was das ist. Und ich will nur einmal zeigen, ne, es gibt hier noch so viel mehr Genres. Ich mache vielleicht noch irgendwann in Zukunft ein Part 2. Aber jetzt habe ich mir erstmal die rausgesucht und ich werde nicht mal die alle machen, weil sonst wird das Video zu lang und ich will nicht so viel schneiden. Krautrock. Let's see. Krautrock 70s. Ich hab. Wieso dachte ich, dass Krautrock Loki was Deutsches ist? Wegen Kraut? Okay, ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mir Loki sowas wie. Ich weiß nicht, so Folkmusik, so vielleicht ein bisschen auch country, dachte ich, wisst ihr, wie ich meine? Aber das ist mehr so psychedelic. Also für mich kommt das dann auch, ist gar nicht so schlecht, you know? Psychedelic, Rock ist fresh. Deswegen für mich kommt das hinter Noisecore. Okay, ein Special Genre noch, ich mach random. Mit dem Finger, ich zeig irgendwo rauf. Okay, Freak Folk, ah ja, fresh, okay. Gucken einmal Freak für keine Ahnung, was das ist. Oh mein Gott! Leute, guckt euch das Cover an. Das ist ja random. Guckt euch das Cover an. Hier. Und von dem. Was ist das? Das ist der. Oh mein Gott, aber ja, das war echt kacke. E-Tier. Eigentlich will ich das ins F-Tier packen, aber da sind ja die anderen. Auf den FT hier, das hat nichts mit damit zu tun, dass die schlecht sind. Das ist einfach nur meine Ablage. Aber Freakfolk, ich fand das. Nein, nein, you know what? Das kommt in E-Tier. Ich fand, das war besser als Tech Dev. So. Danke, Leute, fürs Zusehen.
Lasst mir ein Like da, damit ihr mich supportet. Das freut mich unnormal. Ich freue mich unnormal. Ihr checkt das gar nicht. Jeder Like, ich gehe jeden Tag auf meinen YouTube-Channel, ne, und guck, hat jemand geliked, hat jemand kommentiert, kommentiert das Video, schreibt, ob euer Tag schön war, schreibt, welches Genre von dem ihr am liebsten mögt. Ich freue mich richtig, ihr checkt das nicht. Ich freue mich richtig. Genau, abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr sowas sehen wollt. Ich mache Musik-Content. Und danke fürs Zusehen. Ja, Mann, bis nächste Woche. Jede Woche kommt ein Video. Manchmal lasse ich es ausfallen, aber eigentlich jede Woche. Big Beat, Digga.